Ich bin Silvia Studer, ich arbeite als Visualisierungscoach für Kinder und Erwachsene. Zu mir kommen jede Woche Kinder und Erwachsene, bei den Kindern vor allem mit dem Thema Schule, Konzentrationsstörungen, sie können zu wenig schnell oder zu wenig gut lesen, Rechnenschwäche, zu laut, zu leislig, so ein bisschen Zappel-Philipp. Was auch ein weiterer grosser Block ist, ist Prüfungsangst. Dass ein Kind Sachen könnte, die Heim könnte es, überall könnte es, aber in der Schule vor der Prüfung kann man es dann halt einfach nicht abrufen. Das ist so ein bisschen, ja, die Schulthemen. Es gibt aber auch die kleineren meistens mit Bettnässer. Was haben wir bei den kleinen? Schlafproblem ist noch so eine grosse Kugel. Und bei den Erwachsenen ist es so ein bisschen das Hauptthema, würde ich sagen. Burnout, Stresssymptome, einfach so ein bisschen generell, Partnerschaft. Das sind so die Hauptthemen, ja. Manchmal kann in meinem Kinderkopf durch ganz kleine Sachen ein Problem entstehen. Da hätte ich jetzt gerade noch ein kleines Beispiel dazu von einem kleinen Mädchen, wo einfach auf das Mal nicht mehr rechnen konnte. Weil in der Schule haben sie da eigentlich gehabt, dass jetzt mit dir rechnet, nicht mit Zahlen, sondern sie haben mit dir irgendetwas aufgestellt. Jetzt hat das Mädchen das Mal einfach nicht mehr Mathe machen, ist vorher spitzentop gewesen. Und erst als sie dann da bei mir war, haben wir dann gemerkt, okay, hat sie dann gesagt, ich habe das ganze Kopf voller Tier jetzt. In meinem Kopf sind Tier und nicht Zahlen. Und Mathe ist doch Zahlen und nicht Tier. Also haben wir zuerst die Tiere aus dem Kopf raus tun und zack, Zahlen aufgefüllt und Mathe geht wieder. Ja, und oftmals vergessen es halt wir in der Erwachsenenwelt oder eben vielleicht unter Umständen auch ein Lehrer, dass in einem Kinderkopf die Sachen anders abgehen als bei uns. Und halt manchmal, dass wirklich grosse Auswirkungen hat. Irgendein Satz, irgendetwas kann bei einem Kind komplette Blockaden auslösen, wo wir halt eben wirklich gar nicht daran studieren. Ja, also eben, wir schauen ja eigentlich ursprünglich dann, wo kommt das Thema her? Wir gehen dann mit dem Kind zuerst mal eben so ein bisschen in die innere eigene Welt und dort hinein sehen wir eigentlich schon ganz viele Sachen oder Knöpfe. Und eigentlich lösen wir ja dann das, weil für mich ist es immer noch so, es nützt nichts, wenn ich mit dem Kind stundenlang lesen lerne, wenn irgendwo, sagen wir, das Lesezimmer nicht am richtigen Ort ist oder das Zahlenzimmer nicht am richtigen Ort ist. Oder wenn wir stundenlang irgendwelche andere Sachen machen, wenn eben einfach eine Prüfungsangst herum ist, das Thema ist von dieser Lernstörung. Wichtig ist auch noch, denke ich, dass man dem Kind wirklich irgendwie wieder das Selbstvertrauen auch stärken kann, zurückgeben kann. Weil ich denke, in der heutigen Welt werden es halt überall ein bisschen weggedruckt. Einer ist zu schnell, einer ist zu langsam, einer ist zu klein, einer ist das. Und sie haben massiven Druck. Und durch das bildet sich halt auch sehr viele negative Glaubenssätze, schon bei den Kleinsten. Wo sich nachher wirklich auf, sie fühlen sich dann nicht so viel wert oder nicht so cool oder, und das ist schon auch so ein Steckenpferd, dass man Selbstvertrauen massiv stärkt. Also spannend und mehr arbeiten würde ich jetzt noch gerne mit Männern, vor allem auch mit sehr rationalen Männern. Auch die haben ja massiven Druck. Und das finde ich schon, mit denen würde ich jetzt noch gerne ein bisschen mehr, mal ein bisschen tiefer oder einfach ein bisschen, ja, auch zeigen, wie man kann mit dem Druck umgehen. Dass sie vielleicht auch ein bisschen lieber sind zum Teil mit sich selber, auch eben, oder halt wirklich auch mit sich selber arbeiten wollen und einfach mal ein bisschen so sehen, hey, was ist da innen alles? Und nicht immer nur, da bin ich, da stehe ich, sondern einfach, es ist doch auch mal noch spannend, so ein bisschen doch in die Gefühlswelt abzutauchen. Und die schaffen das, also die können das sehr gut. Also bei mir ist es jetzt eigentlich bis jetzt mit diesen Männern, die haben irgendwie Mehrwert gehabt, auch aus dem Effekt, wow, also das hätte ich jetzt nie gedacht, dass man bei mir an so einen Gefühlspunkt ankommt.
Weil es ist ja immer so wie eine Schale davor. Und die Schale wollen wir knacken. Die Schale wollen wir etwas weicher machen und dann eben vielleicht einen Perspektivenwechsel oder die Sachen mal anders sehen. Und, aber ich finde es wirklich, ich finde es jetzt eigentlich schon auch wichtig, wenn wir auch in der Männerwelt mal noch ein bisschen Unterstützung geben können, wie die mit Situationen umgehen können. Nein, ich denke, wir können definitiv nicht allen helfen, weil auch nicht alle Leute wirklich die Hilfe wollen oder die Hilfe können annehmen können. Oder vielleicht haben wir einfach noch nicht am Punkt stehen, wo es wirklich einen Schritt weiter geht. Es gibt einfach auch viel, oder, dass man aus einer Krankheit, aus einem Problem eben viel auch Nutzen kann ziehen kann. Also vielleicht, wenn ich immer krank bin, dann kümmern sich alle um mich. Und das wird jemand wieso dann vielleicht nicht weggeben. Also, ja. Also faszinierend immer wieder finde ich, dass man manchmal sich ja die Sachen wie selber auch nicht erklären kann. Nehmen wir das Thema Nabelschnur, wo vielleicht ein Kind oder ein Erwachsener dort einen Knopf drin sieht. Und gerade letztens wieder passiert, wo das Kind dann wieder den Knopf aufmacht und Tränen fließen. Es fließt einfach runter und einfach so Sachen fasziniert mich extrem.